Huch, die Würgeranke hatte ich gar nicht mitgenommen. Unfassbar. Okay, da geht es ja dann wieder hoch zu der Hütte. Das heißt, wir gehen jetzt noch einmal hierhin, dass wir dann einmal noch an den Strand können und das noch nicht eingesammelte Zeug noch einsammeln. Wenn ich es ja schon gedacht hätte, dass wir schon gesammelt hätten. Ach nee, das ist es der Strand, wo wir vielleicht wirklich noch nicht waren. Nee, und viel mehr zu tun haben wir dann hier eigentlich gar nicht, bis auf diese Trophäen, wo ich aber nicht ganz weiß, wie wir da rankommen sollen. Ich glaube, mehr ist in der Stadt auch gar nicht mehr zu machen. Von daher wäre das jetzt gar nicht so dramatisch, wenn wir dann uns tatsächlich auch den Okkultisten anschließen. Also, eingeborenen anschließen, um Okkultismus zu lernen, so rum. So, und hier haben wir jetzt das andere Boot. Genau, und jetzt können wir... Haben wir hier so eine weitere Schnellreise freigeschaltet? Das ist dann schon praktisch. Na. Aua, aua. Tut auch weh. Also mir zumindest. Weiß nicht, ob das weh. So. Doch, ich finde, das ist genau das gleiche Geräusch. Mit ein bisschen weniger Hall, aber ansonsten... Verrückt. Huch. Und so ganz erkenne ich es nicht immer, wann man sie umtreten kann und wann nicht. Aber man muss halt ein bisschen mehr Abstand lassen. So. Oder wenn sie eine Krabbe heben. Das kann halt, eine Schere heben. Was denn, wenn solche in der Nähe ist? Ja. Der verzaubert manchmal sein Haustier Belly in eine Krabbe. Was? Davon weiß ich nichts, Ursel. Davon weiß ich nichts. So, 6 von 10. Dann noch einer. Bei Torchlight 2, stimmt, da war was. Das waren noch Zeiten, Torchlight 2. Da gehen wir wieder runter. Komm schon, Krabbi. Aua. Aua. Krabbi. Irgendwie macht er jetzt auch nichts mehr Gescheites hier. Geht auch nicht mehr in die richtige Richtung. Ah nee. Du sollst nicht gegen die Karte springen. Danke. Das war eine schwere Geburt. Meine Güte. So. Darf ich jetzt weiter sammeln? So. So, 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 so. Doch wenn man so langsam hintersteigt, wie es funktioniert, geht es. Grog, 10 Kugeln, 8 Schrot und 15 Gold. Aber trotzdem fehlt jetzt noch einiges an Frachtkram. Ja, mehr gibt's nicht. Hab alle Orte besucht. Das ist ja doof. Ich denke mal, mit 6 von 10 wird er mir kein Geld geben. Könnte es mal versuchen, aber die Chancen stehen da wohl nicht so gut für. Na? Ich will nachher mal anschauen. Na. Der zweite Tritt ist immer am schwersten.
Dann los, komm. Jetzt. Jetzt. So. Drauf da. So. Geht auch. Treibgut liegt ja auch keins mehr rum. Da ist noch ein Feuervogel. Doch, da ist tatsächlich noch Treibgut. Ja, Frachtgut. Boah, da kann es aber schon sein, dass ich noch welche übersehen habe. Hallo? Wieso schießt du denn jetzt in die Richtung? Bist du... Auf da. Der Mangel genommen ist nicht so gut. Na komm. Haust du jetzt noch einmal auf den... Haust du noch einmal auf den Vogel drauf. So. So, daneben. Der trifft aber auch nie. Müsste man mal Feuerwaffen skillen. So, geht doch. Großgeflügel. Nee, die Feder kriege ich nicht. Also ich wüsste nicht, wie ich da die Feder bekommen soll. Oh, ich denke mal, wir müssen noch mal ins erste Gebiet rüber. Ich habe wahrscheinlich wirklich noch nicht das komplette Frachtgut abgeholt. Und das Ding ist, wahrscheinlich, der hat ja, der zeigt mir die Questgebiete auch nicht mehr an. Daneben. Ich glaube, das ist wirklich, weil ich so schlecht in Feuerwaffen bin. Vielleicht sollte ich da doch eher auf die Sachen für schmutzige Tricks dann rübergehen. Ich glaube, das bringt mehr. Sollte ich mir mal so eine Gaganuss und den Sand reinlegen ins Inventar, in die Schnellleiste. Das machen wir gleich mal. So, zweimal Frachtgut habe ich übersehen. Wir haben beim ersten Mal, glaube ich, nur zwei Kisten mitgenommen. Kann sein, dass ich da was übersehen habe. Gut, aber erstmal gehen wir ins Inventar. Benutzbares. Nee, benutzbares ist es nicht. Ist das Plunder? Das Geflügel, Warzenschweinfell... Alles. Dann zeig mir alles. Wo haben wir es denn? Häutungsmesser, Schwertrohling, Haarbürste. Ich sehe es schon wieder nicht. Kann sich nur um Stunden handeln. Ich suche meinen Sand und ich suche die ganzen Gaggernüsse, die wir eingesammelt haben. Da. Gaganus auf die 4, Sand auf die 5 und auch die Speere könnte man eigentlich mal reinlegen. Hallo? Speere. Ja. Und speichern. So. Dann kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Gucken wir hier oben nochmal. So. Wo es dahin geht. Ansonsten würde ich dann schon ganz gerne erstmal mich dann doch dem Dorf anschließen. Beziehungsweise wir gucken nochmal eventuell nach dem Frachtgut nochmal an den anderen beiden Plätzen. So ein kleines bisschen können wir hier noch laufen. Bisschen erkunden. Hatten am Anfang ja noch sehr viele Gespräche. In den Schiffen gibt es keine Wahlen, aber auf den Schiffen, die... in den Kolonien gibt es keine Wahlen, aber auf den Schiffen. Okay. Die Kapitäne wurden gewählt. Oder ansonsten Motoreien, ne? Weiß ich gar nicht, wie das da so ablief.
gar nicht so mit aus. Ach so, und wir müssen ja auch einmal mit Wilson sprechen. Hieß er Wilson? Ist das die Höhle? Ich weiß nämlich nicht mehr genau, in welcher Höhle der hockt. Hatte das zwar beschrieben, aber... Ne, ihr wisst ja, wie das immer ist. Dann hört man mal nicht so genau zu. So. Jetzt noch was Schönes zum Einsammeln. Den Pokopilz zum Beispiel. Und noch einen Pokopilz. Können wir hier eigentlich auch nochmal speichern. Okay, wenigstens das lief ja nicht so schlecht. Aha, da haben wir wieder die. So. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Schon, oder? So, entweder hat er mich jetzt gar nicht getroffen. Ja, doch, der war so betäubt, dass der einfach K.O. war. Oder obwohl, der greift auch nicht an. Der Finisher. Yeah. So. Das ist ja riesig hier. Da verlaufe ich mich doch wieder. Oder gibt es hier auch so tolle Durchgänge? Okay, das hat jetzt scheinbar nicht so getroffen. Oder? Ja, doch, den kann ich einfach wieder ab entsprechend besiegen. Wobei der hier auch nichts macht. Also irgendwie ist das ein bisschen verbuggt. Gut, macht ja nichts. Ist ja zu meinem Vorteil. Ja, und hier kommt man wieder raus. Ein Durchgang. In Risen 1 hätten jetzt hier noch Gnome gewartet. Aber dann wäre vielleicht auch nicht nur eine Fackel und ein Gork drin gewesen. So, mich würde jetzt aber interessieren, wo es dann in die andere Richtung ging. Wir sind dann hier wieder rausgekommen. Okay. Okay, und wenn man da hinten weitergeht, wo kommt man da hin? Auf jeden Fall interessante Pflanzen hier. Sehr interessante Pflanzen. Da kommt man zu weiteren Gegnern. Wow. Hier war doch bis eben noch so brav. Wo bin ich? Da bin ich. Nee, so ging das, genau. So, drauf. Der ist weg. Und der ist auch gleich weg. Zack. Geh doch. Speichern. Oh, hä. Da sind noch irgendwelche komischen Viecher. Was ist das? Ghule? Oh nein, nicht Ghule. Bin ich tot? Nee, so. Ah, Steuerung. 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 Hilfe. Ui. Geh weg, du Ruhe. Geh weg. Nee. Das hat man wieder vergessen, ja. Und gleich war es das. Okay, also gegen Ghule ist noch nicht so wirklich viel zu machen. Achso, ich muss ja laden. Schon 9 Stunden Spielzeit. Wahnsinn. Also gefühlt haben wir gerade erst angefangen. Kommt gerade wirklich ein bisschen überraschend. Kann ich von hier eine Schnellreise machen?
kann ich. Ha, nicht wie bei Skyrim. Sagen sie, ja, nö, in Höhlen geht das nicht. Hier geht das. Ich würde jetzt gerne hier nochmal hinten am Strand gucken. Da hatten wir nur zwei Sachen mitgenommen. Vielleicht habe ich da noch was übersehen. Und wenn nicht, dann... Ja, dann ist es halt so. Dann kriegen wir das halt nicht gelöst. Ich habe jetzt aber auch keine Lust, jetzt noch ewig die ganzen Stellen mehrfach nach dem fehlenden Frachtgut noch abzuklappern, muss ich sagen. Da bin ich wieder zu ungeduldig für. Dafür habe ich dann auch bei solchen Sammelquests auch zu wenig Spaß dran. Ja. Schauen wir mal nochmal hier hinten. Ach, da ist zum Beispiel noch eine Muschel, die ich nicht mitgenommen habe. Vielleicht ja auch noch hier am Baum irgendwie. Ich kann mir ja sogar am Baum vorbeigehen, das geht. Da könnte man da oben nochmal gucken, wobei das ist ja der reguläre Weg. Nicht ablenken lassen, gehen wir hier noch einmal. Oh. Ich dachte, wir hätten hier schon alles platt gemacht. Ich dachte, wir wären hier schon mit allem durch. Dann kommt da nochmal so eine Krabbe aus dem Versteck gekrabbelt. So. Aber die Muscheln nehmen wir natürlich auch noch mit. Das hinten war die Schatztruhe. Fischies. Hinten vielleicht auf der Sandbank irgendwie. Nee. Hm. Da war der Schatz. Bist du in der Warteschlange für ein Spielsmo? Was spielst du denn? Was gibt's heutzutage noch? Das, die Kiste habe ich übersehen. Ernsthaft? Ich hoffe, ich habe den richtigen Spielstand geladen. Achso, nee, das musste man ja so und dann so. Hat mir die schon geöffnet? O-Ring des Duellanten. Stichwaffen plus 5. Schwertgriff Seelenrufer. Okay, Schwertklinge, Seelenrufer und man braucht... Ach, das ist ein Teil von einem tollen Ding. Okay, 45 bis 100 Schaden. Das ist tatsächlich nicht schlecht. Neue Quest, Seelenrufer. Ja, wenn wir den alles andere Teil noch finden. Habe ich echt letztes Mal die Kiste ausgegraben und sie nicht aufgemacht? Oder habe ich die hier einfach nur übersehen? Oder ich war noch nicht gut genug. Das kann natürlich auch sein. Ah, kann auch sein, dass wir im Dorf jetzt die ganzen, also im eingeborenen Dorf jetzt die ganzen Truhen auch öffnen können. Hm. Aber hier lag kein Treibgut. Also gibt mir auch recht. So, Dauntless spielt. Dauntless sagt mir tatsächlich nichts. 50, da könnten wir rein. Da können wir rein. Wenn wir es einigermaßen unauffällig hinbekommen, versteht sich. Dazu müssen wir nur den Ring des Diebes wieder anlegen. Ich fürchte, er wird das schon nicht so cool finden. Vielleicht sollten wir auf jeden Fall schleichen und dann die Tür aufschließen. Ist hier hinten also. Zack. So, was haben wir hier? Patronenbeutel, Pulverfass. Eine Bombe? Okay. Nein. So geht das.
sind immerhin schon 6 Dinger, die wir da haben. Ein Duelldegen, 30 bis 70. Boah, das klingt gar nicht so verkehrt. Pulverfass. Kleines Fass voll Schwarzpulver wird durch einen Schuss zur Detonation gebracht. Kugeln und Schrot. Schrotmunition. Voll krass. Cool. Das Schwert rüste ich aus. Der gefällt mir. Der Duelldegen. Und schlafen sollten wir dann auch nochmal. Ja, ich habe leider 2 Sachen nicht gefunden. Das wird ihm wahrscheinlich nicht reichen. Ich habe wirklich viel zu tun. Nee. Gut, ich habe jetzt aber, wie gesagt, auch keine Lust, jetzt hier nochmal wieder alle 3 Orte wieder abzugrasen, glaube ich. Das ist so... wie ich da die Trophäen kriege, weiß ich auch nicht. Wir könnten höchstens bei ihr nochmal Zeug verkaufen. Lass uns handeln. Verkaufen, alles. So, dann kann der Piratensäbel tatsächlich auch weg und das alte Schwert kann weg. Die Bombe. Das ist schon cool. Ohrring des Duellanten kann weg. Ja, die kann nicht weg. Nein. Rückkauf. Ich weiß gar nicht, vielleicht haben wir ja noch gar keinen Ohrring dran. Dann können wir den ja locker ausrüsten. So, und dann haben wir ja hier noch die Felle. Die Perle. Jadestein. Ja doch, das können wir verkaufen, denke ich. Schale. Die Goldbrocken lasse ich nochmal. Haben wir auch schon wieder 2200 Gold. Schöne Sache auf jeden Fall. Schöne Sache. Capo Sheku. Schnell sein. Dann meckert der noch rum. Dann haben wir auch da wieder volle Energie. Sehr schön. Und... ach ja, haben wir jetzt eine Quest dazu zu dem Schwert? Seelenrufe auf der Karte markieren, tatsächlich. Aber nicht hier. Ah, oh, das wird halt nur nicht auf der Karte gezeigt. Das kann auch sein. Oder ist das hier irgendwo anders? Man weiß es nicht. Na gut, dann gehen wir zurück zum Dorf und schließen uns den Chaganumbi an, würde ich sagen.